Yo Freunde, was geht? Bei mir gebe ich einiges und zwar habe ich auf Instagram eine Q&A gestartet und erzähle euch nochmal vorher, was die online-drehlizenz.de genau ist, was ihr machen könnt damit und wie schnell ihr eure Lizenz kriegen könnt, um selbstständig zu arbeiten. Das alles jetzt in diesem Video. Peace out. So, kommen wir jetzt mal zu den online-drehlizenzen.de. Werde natürlich einen Link in die Beschreibung packen, um dort mitzumachen, wenn sie selbstständig machen will. Und zwar bieten wir hier an die B-Lizenz, die A-Lizenz, die Ernährungsberater-Lizenz, die Yoga-Pilates-Trainer-Lizenz und natürlich das Wichtige, die Personal-Trainer-Lizenz. Und das alles komplett online. Ihr könnt lediglich die praktische Prüfung, die 2 Tage vor Ort verläuft, jetzt bei mir hier in der Nähe, ist Oldenburg. Oldenburg ist Fechter Umgebung. Dass die nächste Akademie, um für 2 Tage dort die Prüfung zu beenden. So, diese online-trainer-lizenz.de ist eine TÜV-zertifizierte Akademie mit über 7000 zufriedenen Kunden und die sich auch selbstständig gemacht haben wie Personal Trainer, dass wirklich alles lediglich online geht und auch schnell geht. Ihr müsst nur 2 Tage vor Ort sein. Wie gesagt, hier in Fechter Umgebung ist es Oldenburg. Dort werden wir uns freuen, wenn wir uns da sehen würden. Und wir sind auch sogar günstiger als alle anderen. Circa sogar um die 270 Euro sind wir günstiger als viele andere Lizenzen, die man kriegen könnte. Nur bei uns hat alles online. Und die Ausbildung kann man sogar schon bereits mit 16 Jahren abschließen. Natürlich müssen die Eltern unterschreiben, aber es geht. Wenn man sich dort registriert, kann man dort auch in Raten bezahlen. Und wer will es nicht, Hobby zum Beruf machen? Das ist genau das Richtige für euch und kann euch echt nur empfehlen, die online-trainer-lizenz.de zu machen, alles online. Wie gesagt, in Fechter ist es Oldenburg und im Süden überall gibt es mehrere Standpunkte, wo man das machen kann. Und ja, Mann, ich hoffe, ihr werdet es machen. Ich werde es natürlich auch machen. Ich werde auch mal langsam mal anfangen, meine ganzen Lizenzen mal noch fertig zu machen, da ich leider faul bin, was das Lernen angeht. Aber ich denke mal, ihr seid ein bisschen reifer. Und ja, für Leute auch, die wenig Zeit haben, ist wie gesagt online, kann man immer zwischendurch mit dem Handy machen, am Laptop machen, am PC machen, geht easy, schnell und dauert auch nicht lange. Natürlich, die ganzen Standorte sind natürlich auch in Österreich, Schweiz und an verschiedenen Orten in Deutschland, genau zu sagen 21 verschiedene Orte in Deutschland, aber alles nachzulesen auf der Internetseite und hoffentlich ist das bei euch in der Nähe, könnt ihr loslegen, euch selbstständig zu machen, kann ich nur empfehlen, euch selbstständig zu machen, weil es ist besser als für jemanden zu arbeiten. Das ist aber so. Boom. Ja, natürlich mehrere Infos darüber auf der FIBO werdet ihr sie finden. Könnt ihr euch natürlich darüber informieren mit den Schnacken und vielleicht sogar schon die ganze Sache angehen vor Ort. Und ich denke mal, dass sie sich freuen würden, wenn ihr vorbeikommen würdet. Ich freue mich auch, wenn ihr bei mir vorbeischauen würdet, an meinen Ständen, wo ich bin. Und werde am Ende des Videos die Standzeiten von mir reinpacken und auch in die Kommentare, damit ihr mich nicht verpasst. Und ja, Mann, das war's. Wie gesagt, in der Beschreibung packe ich den Link dazu rein, wo man sich anmelden kann, um sich mehr zu informieren. Jetzt geht's los mit den Q&A. So, wir kommen jetzt mal zu den Fragen. Fangen wir mal mit der ersten an. Seit wann trainierst du schon? 11 Jahre jetzt. Deine Lieblingsanimes? One Piece, Dragon Ball Z, Death Note, Code Geass, Hanamazumo, Boruto, Hero, No Academia. Es gibt so viele Animes. Kann man einfach so in ein Gym kommen und trainieren? Oder wie läuft das ab? Ja, Tageskarte 7,50 €. Welche Ziele strebst du noch an, sowohl sportlich als auch beruflich und familiär? Also sportlich natürlich IFBB Pro, einmal mal neben in Vegas stehen, bei Mr. Olympia und die Jacke haben. beruflich mehrere Gyms, wäre natürlich geil. Und Personal Trainer natürlich. Und familiärmäßig natürlich einen zweiten Hund und 2 Jungs. Das wäre cool, ja Mann. Welche Supplemente sind sinnvoll?
Meine Meinung jetzt, Whey, Kreatin, Arginin, Citrullin, Glycerol, Vitamine natürlich wie D3, K2, Kurkumin, Zink natürlich. Ja, das sind so für mich die wesentlich wichtigsten Supplemente. Natürlich anstatt Arginin alles kurz zu kaufen. Einzeln kann man auch einfach mal dies Booster komplett kaufen. Da ist alles drin, überdosiert. No Stims, no Koffein, alles nur für den Pump. Wie hast du es geschafft, Trunks so gut zu erziehen? Ja, wirklich mit Liebe, meiner positiven Energie. Ich war nicht bei der Hundeschule. Ich habe ihm alles selber beigebracht. Und er hat einfach mitgemacht. Mal einfach. Ich denke einfach, er spürt einfach meine Aura. Das ist mega. Hunde sind besser als Menschen. Eine häufig gestellte Frage: Wie hast du Marlina Süppe kennengelernt? Im alten Fitnessstudio natürlich, über Snapchat, ein bisschen geredet über ihre Reitturniere, um ins Gespräch reinzukommen, einschleimen, dies, das. Ja, und dann irgendwann in der Zeit hat man sich getroffen und da lief was und dann sind wir zusammengekommen im März vor 3 Jahren. Deine Top 3 Ziele für 2019? Noch mehr positive Energien verstreuen an euch alle, an ganz Deutschland am besten. IFBB Pro werden und einfach schön leben, genüsslich leben, no Stress, no Hate, einfach Spaß haben am Leben. Ja, Mann. Wie alt ist Trunks und musst du auch einen Wesentest mit ihm machen? Nein, musste ich nicht. In Niedersachsen ist es nicht nötig. Hier ist auch keine Maulkorbpflicht, so wie in NRW oder so. Da bin ich sehr froh drüber, weil wenn er Maulkorb tragen würde, würde sich auf jeden Fall nicht wohlfühlen und dann würde er es böse aussehen. Das ist scheiße. Wie bist du an dein Wissen gelangt? Hattest du einen Trainer oder Bücher? Wenn ja, welche? Mein Wissen, alles selber beigebracht, google.de, findet man schnell was, viel was, da muss man halt gucken, was am besten zu dir passt und natürlich zwischendurch ein paar Coaches gehabt. Also Markus in Hamburg. Kevin Wolter für die Offseason war auch sehr, sehr, sehr geil. Und jetzt Mike Sommerfeld für die Offseason und Diät. Und habe einiges mitgenommen und gelernt darüber. Was wäre dein Traumtattoo? Also mein Traumtattoo, eher nicht, eher Traumtattoos. Und zwar will ich aufhören mit Wettkampf Bodybuilding. Will ich hier und hier einen Cut machen und meinen ganzen Körper voll mit Anime-Tattoos machen. Ja. Wann und wo wird der Wettkampf stattfinden? Erstmal Ende April, 28.04. in Spanien, 17.05. in Dänemark und 6. Juni in Spanien in Alicante, Mr. Olympia. Wann und bist du mal in Oldenburg mit Fett trainieren? War ich mal, aber war ich schon lange nicht mehr. Warum? Keine Ahnung. Bin selten in Oldenburg und wenn nur zum Essen. Ich habe hier mein eigenes Fitnessstudio. Trainiere ich lieber hier. Wie alt warst du, als du angefangen hast zu trainieren? Richtig angefangen mit Anmelden mit 18. Ich war einmal im Fitnessstudio mit 16, habe aber noch sehr hoch Fußball gespielt nebenbei. Hatte 6 Mal eine Woche Fußball gehabt und war noch auf dem Bau gleichzeitig. Hatte ich keine Zeit gehabt für Fitness. Aber ich habe mit 16 schon 6 Mal 100 Kilo Bankdrücken gedrückt. Sei mal ehrlich, hättest du gedacht, dass dein Leben heute so ist, wie es jetzt ist? Nein, auf keinen Fall. Ich war früher vor der Assi, Alkoholiker, Alkoholsuchttherapie gewesen, Anzeigen gehabt. Ja, war nicht oft in der Schule wegen Zocken. Hab allgemein nicht viel gelernt in der Schule. Und hab trotzdem alles in den Griff bekommen. Ich hab immer positiv gedacht, immer nach vorne geschaut. Und einfach große Ziele gesetzt, die man erreichen möchte. Und ich habe es erreicht, bin auch mega dankbar dafür, auch an euch. Ohne euch wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Ich danke euch wirklich vom ganzen Herzen und freue mich auf Fibo, mit euch zu reden, zu chillen, Fotos zu machen oder zu essen. Ja, Mann. Gab es in deinem Leben einen Zeitpunkt, wo du mit Bodybuilding aufhören wolltest? Ja, vor 3 Jahren. Mein Muskelriss am Bein, das war für mich echt die Hölle.
wurde auch nicht so gut behandelt im Krankenhaus. Und ja, von 102 Kilogramm ins Krankenhaus rein, ein Monat später 81,5 Kilogramm Skinny Fit. Ja, Mann, und danach habe ich mir gedacht, da muss was geändert werden. Hast du ein Traumauto, was du irgendwann mal fahren möchtest? Ja, den Nissan Skyline von Fast and Furious 1. Was halte ich von Artikel 13? Davon halte ich gar nichts. Finde ich scheiße. Auf YouTube gibt es viele Videos, was genau der Artikel 13 ist. Kann ich jetzt so nicht erklären. Aber ich weiß ungefähr, worum es geht und es ist scheiße. Es ist wirklich scheiße. Boah, ich bin so heiser immer noch, das geht nicht weg. Ich höre nicht auf, viel zu labern, lange zu labern und laut zu labern. Mann. Goku oder Vegeta? Vegeta, warum? Weil er wenigstens hinter seiner Familie steht und Goku scheißt auf alles. Hauptsache, er hat einen starken Gegner vor sich. Woran hast du festgehalten und womit hast du dich motiviert, immer weiterzumachen? Erstmal, sei immer besser als gestern. Zweitens, immer positiv denken. Das Leben viel einfacher. Und was motiviert mich? Natürlich mein Gym, meine ganzen Freunde, meine Freundin, meine Familie, mein Hund natürlich, Trunks und Animes. Animes motiviert mich vom heftigsten aller Feinsten. Animes kann ich nur empfehlen. Was geht jetzt ab mit deinem Twitch-Stream-Plänen? Ja, mein Zockerzimmer ist noch nicht ganz fertig. Und muss erstmal noch Zeit finden dafür, weil ich habe ein Gym, ich bin nicht nur Influencer, muss auch hier im Gym arbeiten. Und erstmal die Zeit finden, aber ich hoffe, spätestens im Juni, Juli kann ich anfangen mit Stream. Mega Bock auf jeden Fall. Schon mal Boost mit Energy Drink gemixt, jeden Tag. Wie hast du dein erstes Sponsoring bekommen? Ich habe mich vor 5 Jahren, glaube ich, bei Allstars beworben, Mads Physik, und wurde angenommen. Ja, und dann war ich bei Allstars 2 Jahre, hatte meinen eigenen Standort, eigenes großes Bild. Und ja, war auf jeden Fall ein cooles Gefühl. Aber dass du die Frist ausgekündigt haben, ist trotzdem nicht cool. Rico, hast du beim Ende von Final Fantasy 10 auch geweint? Ja, natürlich habe ich geweint. Wie lange hast du schon Trunks? Ja, 2,5 Jahre jetzt. Ja. Sind Green Tea Kapseln zu empfehlen zu einer besseren Fettverbrennung? Ja, regt den Stoffwechsel an. Aber so Fettverbrennen tut es natürlich nicht. Aber es kurbelt den Stoffwechsel auf jeden Fall an. Könnt ihr auf jeden Fall ballern. Oder grüne Hafertee. Joim Bean, HCL, deine Meinung? Für mich einer der besten Fettburner. Kann ich nur empfehlen. Wie soll eine Frau am besten ihr Training gestalten? Wie ein Mann. Sie sollen trainieren wie Männer im Fitnessstudio. Damit ihr auch wenigstens alles trainieren und nicht nur Bauch, Beine, Po. Auch rein, Mali. Kann man dein Urin trinken? Kannst du gerne abkaufen, kann ich dir gerne per Post schicken, kannst du gerne trinken, würde ich auch nicht tun, ey. Auch rein, Buddy. Was erreicht man mit 250 Milligramm Testo die Woche? Einiges, Digga, einiges. Wenn du durch Verletzung kein Sport mehr machen könntest, was würdest du tun? Hardcore zocken. Zocken den ganzen Tag. Ja. Wie lange willst du das mit den Wettkämpfen noch machen? Ja, bis ich irgendwie gar keinen Bock mehr drauf habe, aber ich hatte so Bock drauf. Jedes Mal, wenn ich nur Farbe rieche, würde ich sofort auf die Bühne. Also mir macht das mega Spaß und ich liebe einfach diese Qual in der Diät, aber freue mich danach auch jedes Mal wieder auf die Offseason. Wie oft cheatest du? Täglich. Kommt man nach einer langen Trainingspause schnell wieder auf den alten Stand? Ja, man nennt es Memory-Effekt. Trainiere einfach danach mega hart wieder, ist sehr gut und alles kommt sofort wieder. Also so schnell wie es geht, je nach Genetik natürlich, aber es kommt wieder. Würdest du Pornos drehen für Protein? Auf keinen Fall. So, das waren jetzt wieder einige Fragen. Ich habe hier noch viel, viel, viel mehr, aber dann würde das Video viel zu lange dauern. Ich habe jetzt nur spontan die ersten Fragen genommen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, schaut bei der Fibo vorbei bei online-lizenz.de, wenn ich es selbstständig machen will. Und ich freue mich darauf, auf der Fibo euch zu treffen. Und bis zum nächsten Video. Peace aus.